Mit rund 1100 Beschäftigten sind die Werkstätten der Diakonie Neuendettelsau in Mittel- und Oberfranken einer der größten Dienstgeber für Menschen mit Behinderung der Region. Vernetzt bearbeiten sie gemeinsam Aufträge. Mit der Montage von Autoteilen leisten die Werkstätten ihren Beitrag in der industriellen Fertigung. Wie hier bei einem Lenkkopfschalter oder einem Bedienungspanel in der Autotür. Ein Rundgang durch die Produktionsstätten der Werkstätten für Behinderte zeigt vor allem eines: eine überraschende Vielfalt an Produkten und auch Dienstleistungen. Das ich herstelle, das Getriebe, das wird von uns aus ohne nochmal überarbeitet, nachgeprüft, sonst was zu werden, geliefert und dort am Fließband verbaut. Das ist also nicht speziell für uns entwickelt. Wir machen ein richtig fertiges Produkt, einschließlich Qualitätskontrolle am Schluss, 100% Kontrolle mit einem Prüfautomaten und da auch der Stempel, wo ich gerade noch die Farbe aufgefüllt habe. Das Zeichen muss drauf sein, dann ist das Teil gut. Die Verarbeitung von Kinderknete nach modernen und ökologischen Standards ist eine weitere Spezialität der Werkstätten. Wir machen ab und zu Stichproben, aber es erübrigt sich fast, weil die Qualität wirklich top ist. Wir sehen die Ware ja oft gar nicht mehr, die wird dann auf Paletten gepackt und der Spediteur holt es ab. Also ich kann mich auf die Behinderten in Bruckberg hundertprozentig verlassen. Modernste Geräte und Handarbeit, wo sie nötig ist. Die Metallbearbeitung bietet das volle Spektrum vom passgenauen Fräsen bis zum Polieren. Die Eigenproduktion der Werkstätten umfasst Gartenmöbel und die beliebten Landschaftsbänke, dazu Kissen und Paletten. Die Holzabfälle werden übrigens in der eigenen Biomasseheizung in Energie umgesetzt. Und die ganzen Körbe, die wir produzieren, sind relativ stabil. Also das ist vom Flechterischen, das ist halt einfacher, über 1 unter 1 wird geflochten, das werden wir aber auch gleich noch sehen. Aber das sind von der Qualität sind sie hochwertig. Ebenfalls zur Eigenfertigung gehört seit 30 Jahren traditionell die Herstellung von Korbwaren, wie dem Puppenwagen. Den kann jeder auch als Privatkunde in einem der Werkstattläden direkt vor Ort erwerben. Die Rohrschellen in großer Stückzahl gefertigt sind nur ein Beispiel der vielfältigen Metallprodukte. Thank you.
Verschiedenste Elektroartikel werden montiert und chargenfertig verpackt, so wie sie später im Regal im Baumarkt liegen. Große Stückmengen, individuelle Änderungen und enge Terminpläne bewältigen die Werkstätten schnell und flexibel. Auch im Dienstleistungsbereich ist das Angebot breit. Der Catering-Service Gourmetmobil der Diakonie 9 Dettelsau wird von den Werkstätten kräftig unterstützt. Für Mailing-Aktionen gibt es ein großes Team, das gegebenenfalls auch noch Waren einlegt und aufs Gramm prüft, ob die Sendung stimmt. Und das sogenannte Green Team kümmert sich um die Garten- und Landschaftspflege des Auftraggebers. Darf ich das noch mal zeigen? Finger unten drunter, ach, dass es nicht kippen kann. Ne? So meinst du, Erwin? Genau. Wunderbar. Jetzt wieder aufmachen, drehen. Das kannst du noch weitermachen. Wir haben sämtliche Kanten zum Schlag. Jetzt kannst du das so halten. Alles vier Seiten. Im Berufsbildungsbereich durchlaufen die Mitarbeiter der Werkstätten eine in der Regel 24 Monate dauernde Basisausbildung. Ergänzt durch ständige praktische und auch theoretische Schulungen ermöglicht das auch manchmal eine Vermittlung in Arbeitsplätze außerhalb der Werkstätten im Industrie- und Handwerksbereich. Qualität, Leistung und Engagement. In den Werkstätten der Diakonie Neuendettelsau werden diese Begriffe mit Leben gefüllt und konsequent umgesetzt. Überzeugen Sie sich selbst davon und kommen Sie bei uns vorbei. Sie sind herzlich eingeladen.